Also das Mosal wirkt einerseits auf das Nasenbein, andererseits auf den Unterkieferast. Die sind immer noch hier in diesem Fall ein halbes Zoll stark. Das heißt, wir sind bei 13 mm. Es wirkt von der Dicke her immer noch relativ weich. Und das Mosal an sich ist sehr flexibel. In der Literatur liest man immer wieder, das Mosal ermöglicht dem jungen Pferd oder überhaupt dem Pferd jeden erdenklichen Fehler, dem Reiter aber nicht einen einzigen.